Hallo und herzlich willkommen zur 118. Schelmschau und frohe Ostern nachträglich gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und ich melde mich jetzt hier am Osterdienstag abends. Eigentlich hätte ich gestern gerne schon alles zusammengestellt, aber wenn man so ein mehrteiliges Video macht, dann schafft man das manchmal nicht an einem Abend. Ich zeige euch heute in diesem Video ein paar Basteleien, die ich jetzt über die Ostertage gemacht hatte. Ich hatte eigentlich noch viel mehr vor, aber wie das so ist, wenn man mit der Familie dann auch noch in Urlaub fährt, dann schafft man vielleicht nicht alles, was man sich vorgenommen hat. Ein paar Sachen habe ich aber gemacht und fertig gekriegt und da wollte ich mal mit euch ein paar Sachen in die Kamera halten und kurz drüber sprechen. Vielleicht ist ja was Schönes für euch dabei. Wenn euch langweilig ist, dann könnt ihr das auch mal selber machen. Und damit würde ich sagen, beginnen wir auch direkt, aber natürlich erstmal mit den Nachrichten. Es ist ein neuer Monat und damit haben auch wieder die Collectors Club Produkte den Einzug auf die Webseite erhalten und die können wir uns dann jetzt auch einmal angucken. Wenn wir also hier auf die Collectibles des Monats gucken, dann sehen wir jede Menge Zeug, von dem auch einiges noch nicht vorher bekannt war. Es gibt zum Beispiel eine neue Box mit aventurischen Würfelspielen, wo 20 sechsseitige Ingame-Holzwürfel drin sein werden. In Worten 20, also nicht 6W20, sondern 20W6 anscheinend. Zwei Stanzbögen mit Münzen, die beim Glücksspiel in Aventurien zum Einsatz kommen. Und ein Booklet mit typischen aventurischen Würfelspielen. Da bin ich sehr gespannt, ob das in irgendeiner Form über die Texte aus dem Gaststätten-Meisterschirm-Begleitheft hinausgehen. Also das könnt ihr euch jetzt schon bestellen. Ihr könnt aber auch dann noch zwei extra Produkte dazu kaufen, nämlich ein Deluxe-Münzset. Da sind also keine Pappmarker dabei, sondern tatsächliche Münzen. Wir können uns die auch mal einmal hier kurz im Detail angucken, denn da wird man sehen, das sind nicht die Münzen, die schon in dem Schaffiel-Schatzsäckchen und Störrebrands Geldbörse oder wie auch immer die heißen, diese schon länger erhältlichen Lab-DSA-Münzen. Das sind anscheinend andere, wenn ich mir das hier so richtig angucke. Und zusätzlich gibt es auch noch Würfelbecher. Es wird immer kurioser, Leute, denn diese Würfelbecher sind tatsächlich alle mit irgendwelchen fächsischen Sprüchen versehen und davon gibt es dann nicht nur einen oder zwei, sondern ganze 5 Stück, die man sich nur im Bundle kaufen kann. Ja, also damit werdet ihr dann mehr Würfelbecher haben, als ihr das jemals haben wolltet. Und wenn das alles zusammen, diese 3 Sachen, euch zu teuer sein sollte, alles über 100 € insgesamt, dann könnt ihr für 90 €, glaube ich, dieses Sammelpaket hier, das Würfelspiele-Bundle, kaufen. Da sind dann für 90 € alle 3 Produkte, die ich euch gerade gezeigt habe, zusammen drin. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch ein bisschen was mehr für den Spieltisch. Zum einen das wunderschöne Kommando Olachtai, ein echter DSA-Klassiker. Den haben wir damals sehr gerne gespielt. Da sind auch noch einige Szenen drin, die uns heute noch im Gedächtnis geblieben sind, wie zum Beispiel der Oger auf dem Katapult, den man als als Komet in den Himmel schießen konnte und der da immer noch seine Runden drehen dürfte. Also das Ding ist hoffnungslos veraltet, das ganze Abenteuer. Es ist ein ganz stupider Dungeon Crawl, aber wir haben damals viel Spaß gehabt. Das ist übrigens das einzige DSA-Abenteuer, was ich in meinem Leben im Krankenhaus gespielt habe. Nicht, weil ich krank war, sondern weil wir einen kranken Freund besucht haben. Der Matthias lag damals krank im Bett und wir haben dann mit 4, 5 Leuten dann das ganze Abenteuer am Krankenbett gespielt. Insofern werde ich dieses Abenteuer nie vergessen. Wenn ihr das auch mal spielen wollt, vielleicht muss es ja nicht im Krankenhaus sein, könnt ihr euch das jetzt vorbestellen. 2 weitere Würfelsets und Schicksalspunkte-Sets gibt es natürlich auch wieder. Schicksal und Verdammnis Raya und Schicksal und Verdammnis Leftan. Also 2 thematisch sehr zusammenhängende Götter und Halbgöttin und Halbgötter Würfelchipsets könnt ihr jetzt vorbestellen.
Und ein Produkt, was auch noch keiner so richtig auf dem Schirm hatte vorher, ist ein Heldenpack. Das ist eine Sammlung von Zusatzmaterialien zum Geheimnis der Zauberschüler, der kleinen Einsteiger-Kampagne, die an einer aventurischen Magierakademie spielt. Sprich, ihr habt jetzt hier jede Menge Harry Potter Begleitmaterial sozusagen, um damit eine Heldengruppe in das Leben eines Gildenmagiers einzuführen. Ihr habt zum Beispiel fertige Heldendokumente, ihr habt eine großformatige Karte der Punina Magierakademie, ihr habt Zeug. Also, da ist einiges dabei, damit ihr dann noch schöner spielen könnt. Und dann noch ein überraschendes Produkt, das größte dieses Monats, der Kodex der Kräuter. Da sind nämlich die Herbarien 1 und 2 anscheinend zusammengefasst zu einem Sammelband für 60 Euro, also 59,90 glaube ich. Also keine große Überraschung, 120 Pflanzen da drin. Ob da noch Zusatzmaterialien drin sind oder nicht, werden wir hoffentlich im Redax Insight diese Woche noch von Zoe erfahren. Und dann zu guter Letzt noch ein ebenfalls schon angekündigte Anthologie von Gruppenabenteuern, Gehörnte Gefahren, so sie heißen. Und ja, da ist das gemeinsame Thema eigentlich nur, dass da Gehörnte vorkommen. Wobei Gehörnte jetzt nicht nur Dämonen sein muss, sondern ihr seht schon, auch hier so ein Minotaur oder was immer das sein soll, könnte auch durchaus als Gehörnt durchgehen. Also das sind die DSA-Produkte des Monats und ansonsten kommt hier nur ganz viel. Gar nicht wahr, haben wir noch einen vergessen. Den Aslife Filiason als Miniatur und Aslife als Großfigur. Ihr kennt das Prinzip mittlerweile. Das ist alles wie gehabt. Ansonsten haben wir jetzt hier aber wirklich keine DSA-Sachen mehr vergessen. Das sind die Produkte, die ihr ab jetzt für den Collectors Club bestellen könnt. Und es ist auch gar nicht so unpraktisch, wenn man ein paar Sachen bestellt, denn damit sammelt ihr Collectors Club Punkte. Und das kann euch zum Beispiel bei folgender Sache helfen, denn der Ticketverkauf für die RadCon 2023 ist gestartet. Ihr könnt ab jetzt Tickets auf der Webseite von Ulysses erwerben. Hier ist der Link dahin und es wird wieder stattfinden in der Stadthalle Limburg wie gehabt. Es wird keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr geben, das heißt 0 Uhr ist das Ganze da beendet und geht erst am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder weiter los. Also kein Durchmachen 3 Tage lang, wie das früher auf anderen Radcons vielleicht mal der Fall war. Und es gibt wieder ein Collectors Club Pre-Opening. Das letzte hat ja nicht so richtig dolle gut geklappt. Da hat sich der Einlass leider so verzögert, dass im Prinzip die Collectors Club Leute da überhaupt nichts von hatten. Aber diesmal soll es das wieder geben. Alle, die die Ränge 1 bis 50 im Collectors Club haben, dürfen dann schon 2 Stunden früher in die Hallen als der gemeine Pöbel. Und da muss man sagen, da gehöre ich auch zu. Denn wenn man sich das hier anguckt, ich bin auf Platz 68, also ich würde da jetzt auch nicht wirklich reinkommen. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der RadCon. Tickets kosten 20 Euro für Erwachsene und 15 für Kinder. Wenn ihr nur einzelne Tage haben wollt, entsprechend weniger. Und wenn ihr das Ganze an der Abendkasse kaufen wollt, dann müsst ihr erstmal darauf hoffen, dass noch ein Kontingent da ist. Und dann zahlt ihr auch ein paar Euro mehr. Ja, Programm steht noch nicht so ganz fest. Es sollen ja aber durchaus auch noch andere Verlage und so weiter dabei sein. Und ja, da können wir uns, glaube ich, schon drauf freuen. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Japs ist auch dabei. Schön. Bin ich doch mal gespannt, was das so alles geben mag. Okay. Dann gibt es wieder mal eine Umfrage. Wir hatten ja schon mal eine gemeinsame Umfrage der Deutschen Rollenspielverlage im letzten Jahr. Da gibt es jetzt wieder eine Neuauflage davon, die bis zum 18. Juni läuft. Da könnt ihr euch auf dieser Seite, die ich euch hier verlinke, könnt ihr euch mal wieder ungefähr 10 Minuten da durchklicken. Das ist wirklich sehr gut machbar und sind ein paar schöne Fragen dabei. Das Ganze kommt nicht Ulysses nur allein zugute, sondern die ganze Rollenspielgemeinschaft hier ist da durchaus vertreten. Heinrich Tüffers Verlag, Uhrwerk Verlag, System Matters, Redaktion Fantastik, Ulysses Spiele und Manifest Games. Okay, guckt euch das mal an, gebt eure Meinung dazu ab
Und dann freuen sich die Verlage, weil sie ihre Produkte mehr auf eure Bedürfnisse abstimmen können. Abstimmen ist ein super Stichwort. Mensch, die Überleitungen, die ergeben sich hier aber auch wieder. Denn ihr könnt mal wieder abstimmen. Diesmal auf Discord wieder. Ihr kennt das Prinzip. Es wird nicht mehr auf Facebook abgestimmt, sondern auf Discord über die Miniatur des Monats. Und da gibt es ein paar Bekannte, die schon bei früheren Abstimmungen dabei waren. Und diesmal sieht es jetzt endlich so aus, als ob Loidara tatsächlich endlich mal ihre Miniatur kriegen sollte. 74 Stimmen für Loidara ist recht eindeutig. Ich habe natürlich für einen Schelm gestimmt. Wobei ein Schwarzschelm jetzt nicht direkt meiner Persönlichkeit hier entspricht. Also Torxis vom Freigeist könnt ihr wählen. Ihr könnt Bion den Blender nehmen, die Miona von Zorgan, Emmeran Störrebrand, ganz cool, wobei ich seinen Vater eigentlich noch bevorzugt hätte, und Oderin de Metuant, also ein paar bekannte Namen dabei. Und einer davon wird es werden. Wenn ihr nicht euch jetzt da reinkniet und euren Favoriten durchsetzt, wird es wahrscheinlich Loidara von Firunen aus der Theaterritter-Kampagne werden. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, den 13.04., also 2 Tage habt ihr noch. Dann wollte ich noch kurz auf ein Thema eingehen. Ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, dass die Wüstenreich-Produkte langsam nach und nach erschienen sind, bei allen angekommen sind. Und auch Engor hat eine Rezension geschrieben zu der Regionalkampagne und zur Rüstkammer, die eigentlich ganz gut weggekommen sind. Aber das Königin der Tränen Regionalabenteuer, das hat leider ganz schön fett weggekriegt. Das hat nämlich nur 2 von 6 Punkten gekriegt, weil das ganze Engor zu railroadig war. Also nicht modern genug, wir haben zu viel Bevormundung, und das hat Engor nicht so richtig gut gefallen. Insofern würde mich interessieren, was ihr denn davon haltet. Ein Kampf, ein Endkampf, der von 4 Vorlesetexten unterbrochen wird und so weiter. Ist das heute noch zeitgemäß oder nicht? Ich persönlich muss sagen, ich hatte mit vielen Railroading-Abenteuern der Vergangenheit viel Spaß. Ich war aber auch immer der Meister. Meine Heldengruppe, weiß ich nicht, wie sehr sie das mögen. Ich glaube, ein paar davon sind gar nicht so ganz traurig, wenn sie gerailroadet werden. Ja, was haltet ihr von dem Thema? Hier sind auch schon ein paar Diskussionen unter dem Artikel entbrannt. Ihr könnt da gerne mal durchlesen und mitkommentieren. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Ist eine 2 von 6 Wertung für ein Railroad-Abenteuer gerechtfertigt? Dann können wir uns noch mal einmal den aktuellen Stand bei Unidice angucken, dem universellen 6-seitigen Elektrowürfel, der Displays da eingebaut hat und ganz viel Programmlogik ausführen kann. Wir sind mittlerweile bei über 150.000 Euro angekommen, fast 1.000 Unterstützer sind zusammengekommen, und wir haben jetzt noch knapp 4 Tage, unter 3 Tagen Zeit, um da ein wenig Geld drauf zu werfen. Ihr wisst ja, es soll eine DSA-App dazu geben. Also ihr könnt dann quasi direkt auf dem Handy euren Charakter auswählen. Habe ich hier das Bild dazu? Naja, sieht man hier leider nicht. Ihr könnt dann direkt euren Charakter auswählen und für diesen Charakter dann eine Talentprobe würfeln oder so. Da kann man natürlich durchaus argumentieren, warum kann ich da nicht direkt auf dem Handy würfeln? Ja, dann hat man halt keinen physischen Würfel in der Hand. Also so geht es ja nun nicht. Da muss man am Spieltisch muss natürlich gewürfelt werden. Also wenn ihr noch Geld drauf werfen wollt, wäre jetzt fast schon die letzte Möglichkeit. Morgen ist Schluss, wenn ihr das hier seht, am Donnerstag. Dann wollte ich euch noch ein schönes Produkt zeigen. Das habe ich euch schon mal in die Kamera gehalten. Jetzt können das aber alle, auch die nicht bei Patreon sind, sich herunterladen im Ulysses E-Book Store. Denn Anton Wester hat seine aventurische Hexenzirkel-Publikation veröffentlicht. Und ich habe euch das Ding ja schon mal kurz in die Kamera gehalten. Da habt ihr eine Karte und ein Büchlein, wo alle wichtigen Hexenzirkel aufgelistet sind. Das Ganze gibt es jetzt wieder per
Nicht pay what you want, sondern per Festpreis für 4 Euro. Und ihr unterstützt damit Anton Weste, dass der noch mehr cooles Zeug dort veröffentlicht. Und mit cooles Zeug meine ich wirklich cooles Zeug, denn in seinem letzten Patreon-Eintrag hat er tatsächlich etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. 2012 hat er an Herocon Online mitgeschrieben. Ein Spiel, was leider komplett untergegangen ist, nach 2 Jahren eingestellt wurde. Das war ja ein isometrisches Online-Game, wo ihr quasi durch Teile Aventuriens laufen konntet und Questen erfüllen konntet. Und Anton war dort unter anderem einer der Quest-Autoren und hat hier mal so einen 30-seitigen Abenteuertext hier verfasst mit Dialogen und so weiter für diese Quest. Und es geht um nichts Geringeres als um eine der elementaren Städte der Hochelfen, die ja bekanntlich untergegangen sind. Und es geht hier um die vermutlich im Neuen Augensee liegende Stadt des Feuers Mandalia. Also, wenn ihr damals fast offiziell wissen wollt, wie es mit Mandalia weitergehen sollte, dann könnt ihr hier einmal diese Quest euch angucken, müsst aber dafür natürlich Patreons bei Anton werden. 30 Seiten werde ich euch jetzt hier nicht zeigen, werdet Patreons und dann könnt ihr euch das durchlesen. So, wenn ihr noch irgendwie selbst kreativ werden wollt, habe ich hier noch 2 Humble Bundles, die ich nicht unspannend finde. Da ist zum einen ein Bundle, was ich so oder ähnlich schon mal selbst unterstützt habe und womit ich auch ganz zufrieden bin. Da gibt es nämlich ein Learn to Create RPG Games in Unity Bundle. Also wenn ihr selbst mal loslegen wollt und ein bisschen ein eigenes Spiel, ein eigenes Fantasy-Rollenspiel entwickeln wollt, dann guckt euch das hier mal an. Das sind Kurse, die ihr, GameDevTV, genau, bei GameDevTV. Dort habt ihr dann einzelne Lektionen, die immer so zwischen 10 Minuten und einer Stunde oder sowas gehen, wo ihr dann einzelne Sachen programmiert. Ihr lernt, wie ihr da Leute rumlaufen lassen könnt. Hier habt ihr einen Combat Creator Course. Also ihr könnt lernen, wie ihr Kämpfe programmiert, wie ihr Dialoge und Questen macht, wie ihr Läden einbaut und ein Inventar baut, ein Third-Person-Combat-System und so weiter. Dann gibt es noch ein paar neue Umgebungen und noch ein paar andere Zusatzartikel. Ist vielleicht für Unity-Entwickler nicht ganz uninteressant. Ein bisschen Musik ist sogar auch dabei. Also das wäre eines der Bundle, die ich ganz spannend fand. Ein anderes Bundle fand ich ganz schön, das wollte ich mir auch schon länger mal angucken, mit Unreal Engine was zu entwickeln. Hier habt ihr ganz viele Assets, um ein eigenes Unreal Game zu entwickeln oder einfach nur, um ein paar Visualisierungen für eure 3D, für eure Spielrunden zu machen in 3D. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Stadt visualisieren wollt, dann könnt ihr euch zum Beispiel dieses Medieval Street Pack hier weiterhelfen. Ich zeige mal einmal kurz, wie sowas dann aussieht. Also wenn ihr solche Städte selbst zusammenklicken wollt aus vorgefertigten Bauwerken und ihr euch ein wenig mit dem Unreal Editor auskennt oder es lernen wollt, dann ist das hier vielleicht das richtige Bundle für euch. Könnt ihr euch mal austoben. Ich habe es mir auch runtergeladen. Vielleicht machen wir mal eine Folge 3D-Welten mit Unreal Engine entwerfen. So, das waren meine offiziellen Tipps. Nein, gar nicht wahr. Einen Tipp hab ich noch. Wir haben noch ein Kickstarter-Projekt, was ich mit unterstützt habe. Das hat eigentlich gar nichts mit Rollenspiel zu tun, aber man kann es natürlich dafür missbrauchen. Ich habe ja einen 3D-Drucker, den wir auch gleich nochmal im Einsatz sehen werden. Und der ist von der Firma Elegoo. Und Elegoo hat jetzt ein neues Produkt im Angebot auf Kickstarter, was ein Laser-Cutter sein wird. Ein Laser-Engraver und Cutter. Damit könnt ihr dann also recht großzügig auf 40x40 Zentimetern Dinge lasern. Ihr könnt zum Beispiel hier in Holzplatten irgendwelche Dinge einlasern oder könnt direkt hier auf andere Materialien was machen. Hier Korkuntersetzer mit 12-Götter-Symbolen machen oder auf irgendwelche Lederdinge was einätzen. All das könnt ihr mit so einem
Laser Engraver und Cutter machen. Das Finanzierungsziel ist eindeutig erreicht. Wir sind bei 1,5 Millionen von 91.000, die sie eigentlich haben wollten. Und mit 240 US-Dollar ungefähr 218 Euro seid ihr dabei im kleinsten Pledge-Level. So, das waren jetzt aber alle Dinge, die ich euch an Nachrichten präsentieren wollte. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rüber zum Schelmischen. Allzu viel Schelmisches kann ich euch gar nicht berichten, denn ich war letzte Woche im Urlaub. Ja, die Schelmenfamilie hat sich in den Flieger gesetzt und wir sind für 5 Tage Richtung Venetien geflogen, haben einen Tagesausflug in die Stadt der Kanäle gemacht und haben uns die Füße dort wund gelaufen und haben ansonsten ein paar Tage auf dem Bauernhof verbracht, sind in der Gegend rumgefahren. Also es waren 5 schöne, teilweise erholsame, teilweise mit Kindern durchaus anstrengende Tage und deshalb bin ich nicht zu so vielen Sachen gekommen, wie ich mir erhofft hatte. Deshalb sind die folgenden Basteleien, die wir uns gleich angucken wollen, auch nicht so umfangreich geworden, wie ich mir das gewünscht hatte. Aber wir gucken uns das gleich trotzdem an. Drachenchronik gab es natürlich auch nicht. Wir waren nicht da und diese Woche gibt es ebenfalls keine Drachenchronik-Runde, denn ein anderer Mitspieler ist ebenfalls jetzt über die Osterwoche noch verreist. Also erst übernächste Woche geht es weiter in Zeta in der Drakopole. Da werden wir uns dann unter die Ex-Menschen mischen und ein Instrument hoffentlich beschaffen, was wir brauchen. Ja, ich glaube, das war dann schon alles, denn der Rest, den ich euch erzählen wollte, den seht ihr jetzt beim eigentlichen Thema. So, Osterbastelei Nummer 1. Wir wollen uns ein paar 3D-Figuren drucken. Ihr habt ja sicherlich schon viele der Ulysses-Miniaturen gesehen. Die gibt es ja immer in einer kleinen und einer großen Variante. Und hier habe ich zum Beispiel den kleinen Arombolosch noch rumliegen, den wir uns noch mal einmal kurz angucken wollen. Arombolosch, Hochkönig der Zwerge, eine der ältesten DSA-NSCs, die immer noch aktiv ist. Und den kann man sich jetzt natürlich in dieser kleinen Version kaufen. Man kann aber auch für 40 Euro die große Variante bei Ulysses kaufen. Die sind ab jetzt auch hoffentlich alle in einem einigermaßen gleichen Maßstab. Mir gefiel dieser große Maßstab und dieser kleine Maßstab aber nur so bedingt. Ich finde die eigentlich ziemlich cool so in diesem Format. Das ist die 250-prozentige Vergrößerung einer normalen 28-30 mm Miniatur hier. Gut, bei Arombolosch wird das wahrscheinlich ein bisschen kleiner ausfallen als Zwergenkönig ist ja natürlich nicht so der größte, aber ich würde diese Miniatur jetzt mal versuchen, in gleichem Maßstab auszudrucken. Und damit wir das machen, brauchen wir natürlich als allererstes eine STL-Datei. Die könnt ihr euch Gott sei Dank besorgen bei My Mini Factory. Das ist ja der Anbieter, bei dem Ulysses seine STL-Dateien anbietet. Vor allem für Torque findet ihr dort jede Menge Dateien. Und hier ist der Shop von Ulysses. Hier sind die ganzen Objekte, die sie im Angebot haben, aktuell. Und wie ihr seht, die 3D-Modellierer Nadine von Ulysses war sehr aktiv in den letzten Monaten, hat hier viele schöne Sachen gemacht. All diese Miniaturen hier habt ihr ja alle schon mal irgendwie gesehen. Der einzige, die ich noch nicht gedruckt habe, ist die Triade. Die müsste ich eigentlich auch noch mal drucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gekauft habe. Wahrscheinlich schon, aber in jedem Fall hier oben gibt es jetzt für 5 Dollar den guten Arombolosch und den wollen wir uns jetzt mal gönnen. Ich klicke den mal an und füge ihn zum Card hinzu. Ich gucke nochmal eben, was ich denn alles schon in meiner Library habe. Dann sind da vielleicht, kann man schon mal sehen, Purchases da. Die Triade habe ich auch noch nicht, dann kaufen wir die doch direkt mit. Dann gehen wir nochmal hier 2 zurück. Und nehmen die Triade auch noch mit. Komm, dann habe ich eine komplette Sammlung sozusagen. Die kommt auch hier mit rein. Das heißt, wir haben jetzt gerade 2 Miniaturen, die wir für 10 Dollar
kaufen können. Bla 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 bla. Discount-Code habe ich nicht. Ich stimme den Terms and Conditions zu und klicke auf Bezahlen. Zack. Jetzt öffnet sich mein PayPal-Bildschirm. Bla 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 bla. Einloggen. Ihr seht das jetzt nicht. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und wenige Sekunden später klicke ich auf Kauf abschließen. Zack, da sind unsere Miniaturen. Wir klicken auf Download für beide Dateien und gucken uns jetzt mal den Hochkönig an. In den Dateien sind immer zwei Versionen, einmal eine pre-supportete und eine normale Version. Und ich nehme mal die normale Version, die pre-supportete brauche ich nicht, weil ich die ja in einem anderen Maßstab ausdrucke und dann sind die Supports meistens zu dick. Das gibt dann sehr dicke Knubbel am Rücken oder so, die man dann abschneiden muss. Das sieht nicht schön aus. Ich habe jetzt einen Doppelklick auf die STL-Datei gemacht und bei mir öffnet sich sofort mein das Programm, mit dem ich die STL-Dateien auf meinen 3D-Drucker schicke. Das ist bei mir eine für Elegoo angepasste Version von Cura. Der braucht ein bisschen zum Starten. Na, komm schon. Und dann sehen wir hier Aromboloche in ziemlich klein, aber auch ziemlich detailliert. Das sind die Dateien, so wie sie von Ulysses vertrieben werden. So, wir gucken uns den mal an, was die Größe angeht. Hier ist das Skalierungsfenster und da sehen wir, der hat momentan eine Höhe von 29,56 mm. Zum Vergleich, wir laden nochmal eben die Nymphe daneben. Moment, die haben wir woanders. Ah, die haben wir ja hier. Da. Die hat ebenfalls eine pre-supported und eine normale Variante. Ich lade die jetzt nur daneben zur Sicherheit, damit wir sicher sein können, dass die im gleichen Maßstab sind. So, da ist die Dryade. Die ist auch 30 mm hoch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Aromboloche irgendwie nicht genauso groß wie die anderen Miniaturen hier sein sollten. Das heißt, ich gucke mal eben in meinen Ordner, wo ich die Miniaturen drin habe. Wo auch immer das sein soll. Wir gucken mal eben nach STL-Dateien. Kartenspender, vielleicht habe ich mir die noch gar nicht gespeichert hier, das kann natürlich sein. Okay, dann lade ich sie einfach nochmal eben runter. Wir gehen einfach in meine Library, auf meine Purchases und laden uns zum Beispiel mal hier den Rohal runter. Zack. Und der hatte tatsächlich sogar noch eine Base mit dabei. Aber die brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt mal hier den Rohal nochmal in einer Elegoo-Instanz. Elegoo startet, also in Cura startet echt ganz schön langsam immer hier. Aber irgendwann sehen wir dann auch ihn hier. So, und da gucken wir doch mal in seine Abmessung. Der ist 36 Millimeter groß. So, jetzt bemühen wir mal eben einmal zur Sicherheit die Wiki Aventurica und schauen mal, ob wir eine Größe für Aromboloche finden. Rohal der Weise. Ach, Körpergröße steht hier natürlich nicht mit dabei. Aromboloche vielleicht.
Sohn des Agam, ist 1,34 nur groß. Das ist ja eher wenig. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unser Rohan mit seinen, wie viel haben wir gesagt, mit seinen 36 mm, wenn wir davon jetzt ausgehen, dass der eigentlich irgendwie 1,90 oder sowas groß ist, gehen wir mal von 1,80 hoch, dann wäre er hier, hätten wir da den Faktor 2 sozusagen drin. Das heißt, wir wären bei Arombolosch wahrscheinlich irgendwo bei 26 mm oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Also ich nehme mal an, dass diese 30 mm hier schon ziemlich, ziemlich groß sind im Vergleich zu den anderen. Ich würde den jetzt also erstmal ein bisschen runterskalieren. Sagen wir mal, wir gehen auf 75% gehen würden, dann wäre nur noch 22 groß. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Gehen wir mal auf 80. So. Aber jetzt wollen wir das Ding ja auf 250% der Größe skalieren, so wie wir die anderen Miniaturen hier hoch skaliert haben. Der hier ist 250% so groß wie seine Miniatur. Wenn das dazu jetzt passen soll, müssen wir das jetzt hier auch 2,5 mal nehmen. 80 mal 2,5 ist 160 und 40 macht genau 200%. Also machen wir den jetzt mal 200% groß. Damit kommen wir auf eine Größe von 6 cm. Die hier sind etwa 8 cm groß oder sowas. Also 8, 9 cm. Insofern könnte das jetzt schon passen. Okay, dann gehen wir zu den Druckeinstellungen. Ich drucke nicht mit einem Resin-Drucker, also nicht mit Kunstharz, sondern ich drucke mit Filament, also festen Plastikschnüren, die aufgeschmolzen werden. Und habe dafür mit den Einstellungen hier ein bisschen rumgespielt und habe diese alles so, wie es sein soll. Und habe diese Einstellung hier für mich gefunden. Ich nehme sehr feine Schicht, also ziemlich feine Schichteinstellung. Ich weiß gar nicht, was ganz fein ist. Ja, extra fein sind 0,06. Für mich reicht fein. 0,2 mm Schichtdicke, also 5 Schichten pro Millimeter. 15% Infill, das heißt die Struktur, die innen generiert wird, 15% stark. Und ganz wichtig, Support. Ich generiere Support vom Typ Tree. Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht als mit dem Standard, normalen Support. Viel zu supporten ist hier wahrscheinlich eh nicht, weil hier relativ wenig rote Bereiche sind. Ja, gut. Mal gucken, was das Slicen jetzt hier an Stützstrukturen generieren würde. Gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ja, da ist sehr wenig an Stützstrukturen erzeugt worden. Natürlich hier zwischen den Beinen, am Rücken so ein bisschen. Aber das ist hoffentlich was man ziemlich schnell nachher abkriegen sollte. Die Krone ist nicht supported, also alles am Kopf ist unsupported. Das sieht ganz gut aus. Und wenn wir nochmal hier reingucken wollen, so ist unsere Infill-Struktur hier, das Gitterraster, das ist auch vollkommen okay. Wunderbar. Aber wir können jetzt natürlich auch einfach noch die Dryade daneben packen. Die Dryade, weiß ich gar nicht, wie groß die sein soll. Die packen wir jetzt einfach im 250% Maßstab daneben. Also kopieren wir das Ding mal. Kann man gar nicht. Schade. Na gut, dann muss ich mir die eben mal hier exportieren. Gucke auf meinen Desktop, da liegt jetzt die Dryade, die packe ich aus. So, und hier ist die und die kann ich jetzt einfach zu meinem Zwerg dazu importieren. Open File, Desktop, bla 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 bla. Wo ist die Dryade? Wo habe ich sie hingepackt? Da. Als STL-Datei, nicht pre-supported.
Ich verschiebe sie natürlich, dass sie, ja, das wollte ich nicht, verschieben wollte ich sie. Ich verschiebe sie natürlich, dass sie dann nicht ineinander sitzen. Wir gucken uns mal das Normale hier an. Und jetzt wird sie skaliert auf 250% der Originalgröße. Doch, keine Ahnung, ob das so die Originalgröße sein sollte. Wenn das ein Baumstumpf ist, kommt das vielleicht hin. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze mal slicen. Slice, 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 slice. Mal gucken, ob die mehr Supports braucht. Das dauert jetzt natürlich schon deutlich länger. Zack. 5 Stunden soll das Ganze dauern. Preview hat jetzt deutlich mehr Schnittstrukturen damit drin. Aber ist ja kein Problem. Und jetzt können wir das Ganze einfach in eine Datei speichern und das Ganze dann zum 3D-Drucker schicken. Und hier sind sie also, die beiden Schätzchen, Arombolosch und die Dryade, nebeneinander. Und ja, sind natürlich ganz schön geworden, sind auch schnell fertig geworden, ohne Druckprobleme. Einzige Problem ist, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Größe von Arombolosch passt hinten und vorne nicht und die Dryade passt, glaube ich, auch nicht. Wenn man zum Beispiel mal hier den Archon Megalon daneben stellt, dann wirkt der Zwerg dann doch ein bisschen arg klein. Und wenn man das mal umrechnet hier, der gute Archimegalon soll ein Schritt 86 sein. Und damit würde sich jetzt hier bei einer Größe von, was hatte ich gemessen, 8,6 Zentimeter, müsste der hier ungefähr 6,1 Zentimeter groß sein. Er ist jetzt nur 5,6 Zentimeter groß. Also, ja, den habe ich noch ein bisschen zu klein gemacht. Müsste man noch ein bisschen größer eigentlich machen. Und die Dryade wirkt doch sehr, sehr groß. Also allein schon vom Gesicht her, ja, würde ich sagen, die müsste man ein bisschen kleiner nochmal ausdrucken. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wie man hier die Stützstrukturen entfernen könnte. Und dafür gehen wir mal hier auf die andere Kamera rüber. So. Und fang mal an, mit Werkzeug oder Fingerspitzengefühl das Ganze hier zu entfernen. Also als erstes würde ich sagen, fangen wir mal an, hier den großen Teil hier abzubrechen. Man sieht, das hier unten ist alles ein davorliegender, eine Schürze, die man hier quasi abziehen kann. Genauso wie das hier auch und das hier auch. Und das hier auch. So, das kann man direkt ganz abnehmen. Das hier muss man vorsichtig da oben lösen. Je mehr man hier zusammenhält, desto besser. So, das alles ist ab. Das hier hängt jetzt auch nur noch an ein paar Fäden. Ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen, was jetzt Stützstruktur und was Modell ist, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Hier am Fuß sind noch ein paar ungewollte Teile. Das hier können wir ganz abziehen. So, und jetzt muss man mal hier unten drunter das da so rausfricke. Das hier hält noch. Genau. Der Teil hier muss weg. Und das hier auch. Da gehe ich mal mit dem mit der Spitzzange hinter.
kann gerade hier nicht so richtig erkennen, was jetzt Stützstruktur ist und was gewollt ist. Hier wachsen nämlich ein paar Pilze, die ich jetzt ungern abreißen möchte. So. Das sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier noch eine Stützstruktur unterm Bein, die ganz leicht rauskommt. Hier unten, das ist doch bestimmt auch noch, oder? Das soll doch bestimmt auch ab. Vielleicht auch nicht. Okay, soweit. Die Dame sieht einigermaßen befreit aus. Ja, die könnte man jetzt, glaube ich, so oder ähnlich bemalen, wenn man wollte. Und wenn man es kann. Und wenn man die Zeit findet. So, und hier Arombolosch ist natürlich jetzt sehr umschlossen von dieser Hülle. Die muss man jetzt erstmal wieder lösen. Die ist jetzt natürlich vorne und hinten. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich in zwei Teile zerlegen. Oder vielleicht unten rausziehen. Ja, geht am Stück. Sehr schön. So, jo. Alles in einem Stück abgezogen. Und damit bleibt nur noch der Hochkönig persönlich übrig. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so schön die Stützstrukturen wegkriegt. Hier haben wir einen kleinen Druckfehler. Da ist ein bisschen das Filament nicht in die gewünschte Form gekommen. Aber ich glaube, damit kann man leben. Also, wir haben jetzt hier einen Hochkönig Arombolosch fertig zum Bemalen. Und natürlich gilt auch hier, die müssten jetzt natürlich eigentlich erstmal grundiert werden. Da machen wir nochmal eine eigene Folge draus. Ich glaube nicht, dass wir jetzt heute dazu kommen werden, die hier irgendwie noch zu bemalen. Aber ich denke, ein bisschen aventurische Prominenz haben wir hier schon. Ich sollte den noch ein bisschen größer machen. Aber ansonsten hat das doch wirklich super geklappt. Schöne Miniatur, schöne, stabile Figur, die wenig Überhänge hat. Ja, sowas kann man doch gut drucken. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal zur nächsten Bastelaktivität des heutigen Tages. So, die zweite Bastelei für heute bezieht sich auf etwas, was ich ja schon in die Kamera gehalten habe. Ralf Kurziefer und seine Bierdeckel. Der wollte ja für seine Patreons hier diese Bierdeckel mit Lebenspunkteanzeige darauf verteilen, vielleicht auf irgendeiner kommenden Con oder sowas. Und da hatte ich ihm gesagt, ich würde ein paar Markierer hier drauf machen, die man per 3D-Druck herstellt und sich dann einfach hier draufstecken kann. Die halten auch wirklich gut, den ich hier gemacht habe. Aber ihr seht schon, dass die Größe passt nicht. Die Breite ist vielleicht in Ordnung. Das würde hier wunderbar funktionieren, aber es ist definitiv zu hoch da drauf. Und deshalb nehmen wir uns jetzt mal die Datei, die ich hier für diesen Druck genommen habe, und ändern die mal ab. Wir schauen uns das mal hier einmal an. So sieht das Ganze gerade aus. Wir können das einmal hier nochmal zur Probe gegenmessen. Ich messe mal eben hier mit meiner Schieblehre diese Distanz hier ab, und da sind wir bei ungefähr 11,8 Millimetern. Und wenn wir das Ganze in SketchUp uns nochmal angucken, von hier bis hier sollten es 12 mm sein. Also das ist ungefähr genauso geworden, wie es das hier sein sollte. 0,2 mm Abweichung finde ich sehr okay. Das heißt, das ist wirklich die Datei, die wir hier gedruckt haben, und die passt nicht. Jetzt müssen wir nochmal ausmessen, wie groß das eigentlich sein sollte. Also wir haben jetzt hier gerade einen oberen Abstand von 3,7, sagt er mir hier. Bei unserem Modell hier ist es stattdessen ja, 3,7 oder 4 mm.
Im Rahmen der Messgenauigkeit, würde ich sagen. Wir wollen aber stattdessen... ja, ist natürlich jetzt hier auch nicht ganz mittig, ne? Also 4 mm ist eigentlich schon ganz okay für den oberen Rand. Aha, das ist der Fehler. Also, wenn man sich das hier anguckt, ich habe natürlich 4 mm von hier bis hier gemessen. Das ist auch vollkommen korrekt, dass wir diesen Abstand von 4 mm haben wollen. Aber der soll natürlich hier vom inneren Punkt an sein. Von hier aus sollen das 4 mm sein. Das heißt, wir müssen hier noch die ganze Dicke nach außen müssen wir noch nach dazugeben. Das heißt, wir verschieben jetzt das Ganze mal. Und zwar von hier aus um... Ja, wir wollen ja insgesamt... Moment, wir verlängern einfach mal diese Linie hier. Ich fixiere das jetzt einfach mal auf dieser Achse. Halte Shift gedrückt. Jetzt bewegt er sich nur noch entlang dieser einen Linie. Und ich bewege den mal hier oben auf... ne, das passt nicht. Wir machen das mal von der Innenseite. Hier. So, wir bewegen uns entlang dieser Achse und gehen bis hier auf die Innenseite. So, diese Linie haben wir. Von hier aus sollen es jetzt 4 mm sein. 4 mm. 4 mm. So, jetzt hat er das in die falsche Richtung gezeichnet. Na, super. So, nochmal. Hier entlang 4 mm. So, bis dahin. Das ist jetzt unsere neue Linie, wo wir eigentlich das Ende hier haben wollen. Und genau dasselbe machen wir jetzt auch hier. Wir gehen diese Linie entlang, bis man hier auf die Innenkante kommt. Und von hier aus gehen wir dann entlang dieser Achse 4 mm. Und dann sollten wir irgendwo hier rauskommen. Genau. Das passt hinten und vorne nicht. Warum? Was mache ich hier falsch? Das sind die 4 mm. Und hier sollten es eigentlich genauso 4 mm sein. Ja, ist ja auch. Passt ja auch. Wunderbar. Parallel zu dieser Linie machen wir jetzt hier eine neue Fläche und nehmen uns das Radiergummi und löschen das hier unten alles und hier oben alles. So, damit haben wir jetzt den oberen Rand schon mal fertig, aber jetzt brauchen wir natürlich auch eine vernünftige Höhe, damit das Ganze unten lesbar ist, sagen wir mal. Wir möchten insgesamt 1 cm haben, also 10 mm von der Innenkante aus gemessen. Also nochmal, entlang dieser Achse wollen wir gerne 10 mm bis dahin gehen, bis zur Innenkante und von da aus in diese Richtung 10 mm. Nochmal entlang dieser Achse 10 mm. So. Und da sieht man jetzt natürlich, so groß ist das ganze Teil hier gar nicht. Das heißt, wir müssen auch noch diese ganze Linie hier verschieben. Dafür nehme ich mir einfach das Ding hier und ziehe das nochmal 3, 4 mm nach draußen. Und das hier auch. So, jetzt sieht man natürlich, das ist jetzt nicht mehr radial, sondern das ist jetzt wieder
Winkel dazu. Das heißt, wir machen jetzt so eine Linie und nutzen die, um das hier wegzuschieben. So. Das kommt weg und das kommt weg. Jetzt haben wir diese Ecke hier abgeschnitten. Dasselbe machen wir mit dieser Linie. Zack. Schieben das hier weg. Push. Und löschen die Hilfslinie. Nein, die nicht. Löschen diese Hilfslinie. Zack. Genau dasselbe machen wir hier unten. Diese Linie entlang dieser Achse. Na, auf dieser Linie. Ja, das ist ja genau der, genau die grüne Achse in diesem Fall. Deshalb können wir das einfach hier so wegnehmen. Und hier ebenfalls, zack. Und das hier reinschieben. So. Und die Hilfslinie noch löschen. Super, damit haben wir jetzt diese 10 cm Markierung hier. Jetzt brauchen wir die nur noch hier oben. Das heißt auch hier wieder entlang dieser Achse bis zum inneren Rand. Und von hier aus entlang dieser Achse 10 mm. Zack. Wird hier unten verbinden. Zack. Und das soll unsere neue Höhe dieses ausgeschnittenen Bereichs werden. Das heißt, wir können jetzt von hier aus wieder eine Linie entlang der roten Achse machen, bis hierhin und von hier aus bis dahin und bis dahin und bis... Achso, da wollen wir gar nichts haben. Bin ich doof. Quatsch, da soll ja gar kein Loch rein. Von hier oben können wir noch darauf gehen und dahin und dann machen wir diese beiden Linien hier weg und diese Linie auch weg. Und dann sollten wir jetzt eigentlich, wenn wir das Ganze nicht durchscheinend machen, sollten wir da jetzt eigentlich noch drin haben. Das Loch hat er nicht erkannt. Das heißt, wir zeichnen hier den inneren Bereich nochmal eben nach zur Sicherheit. So, jetzt hat er das alles. Nein, hat er nicht. Nochmal von da das nachzeichnen. Jetzt hat er hieraus eine Fläche erkannt. Die können wir jetzt löschen. Löschen. So. Das sieht ganz gut aus. Da sind noch Hilfslinien, die wir nicht mehr brauchen. Die kommt weg. Die, ne? Die brauchen wir noch. Die hier kann auch weg. Und die Fläche hier kann umgedreht werden. So. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal Schatten hier zum Beispiel anschalten und das Ganze mal drehen, dann sollte man sehen, dass da hinten ein rechteckiger Schatten auf die Innenseite fällt. So, das könnte jetzt die bessere Anordnung sein, um das Ganze einigermaßen zentrisch dort erkennen zu können. Und... ja, gut, wir können das jetzt noch irgendwie verschönern oder sowas. Ich will das jetzt aber erstmal so lassen. Speicher das mal als Klammer 2. Speichern. Exportiere das als STL-Datei. Ich habe da so ein Plugin hier, was man für STLs wunderbar nutzen kann. In Modelleinheiten, bla bla bla. Alles exportieren bei den Bierdeckeln hier, zack, fertig. Und jetzt öffnen wir hier unser Cura wieder, unser Slicer, gehen wieder in das Verzeichnis Bierdeckel und öffnen dort die Klammer 2. Höchst komplexes Modell natürlich. Das haben wir jetzt einmal. Wir könnten da jetzt einen Probedruck mitmachen.
finde ich aber recht albern. Ich würde sagen, wir machen mal hier die Stützstrukturen, machen wir mal normale. Und das Ding an sich wollen wir nicht nur einmal haben, wir wollen da bitte wir wollen das bitte multiplizieren. Und zwar wollen wir bitte 20 Stück davon haben. 20 Stück. Jetzt ist immer die Frage, hat er die so angeordnet, dass sie sich nicht berühren? Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, die haben alle genug Abstand. Die könnte man jetzt theoretisch so drucken. Wir slicen das jetzt erstmal. Slice, 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 slice. Slicen heißt jetzt, jetzt zerlege ich das in horizontale Scheibchen. Und in 3 Stunden wüssten wir dann theoretisch mehr. Gut, könnte man jetzt so machen. Ich will jetzt gar nicht so lange drucken. Ich will ja gleich hier auch noch ein Ergebnis zeigen. Das heißt, ich wähle jetzt hier erstmal ein paar von den Dingern wieder aus. Machen wir weniger. So, und wir slicen nochmal. Gucken mal, wie lange das dauern würde. Das dauert nur 1 Stunde 16 Minuten. Ich denke, das ist vertretbar. Das heißt, wir speichern jetzt mal diese Datei wieder und schmeißen den 3D-Drucker an. Und hier ist das Ergebnis unserer Druckaktion. Wir sehen hier einen Bierdeckel, original von Ralf Kurzifer, aber mit unseren frisch gedruckten Markierungsschiebern oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Also wir können jetzt dieses Ding hier abnehmen, können es auf eine neue Zahl schieben. Und jetzt verliere ich ein paar Lebenspunkte und gehe mal auf 21 rüber. Oh, noch 3 Trefferpunkte. Oh, gehe ich auf 18 runter. Das klappt wunderbar und man kann auch 2 auf verschiedene Seiten machen. Ich habe jetzt mal hier ein paar fertige und da kann ich noch mal eine Massenproduktion für den Ralf jetzt anwerfen und ihm die dann zuschicken. Das ist also hiermit jetzt auch ein abgeschlossenes Osterprojekt. Und eine weitere Bastelei für dieses Wochenende. Ich wollte gerne noch ein weiteres Rätsel für mein Rätsel-Solo-Abenteuer Prionors Prinzipien machen. Und ja, da gehen wir am Ende des Abenteuers, finden wir ein Gangsystem, ein Höhlensystem, durch das wir einen Weg finden müssen. Und dafür hatte ich mir überlegt, können wir mal wieder auf ein Slytherin-Link Rätsel zurückgreifen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ihr könnt euch hier zum Beispiel mal Simon Tatham's Portable Puzzle Collection angucken. Da gibt es ja jede Menge Rätselgeneratoren, alle kostenlos in verschiedenen Varianten, zum Beispiel als Java- oder JavaScript-Datei zum Ausprobieren. Und ich mache mal hier ein Slytherin-Link. Wo ist es denn? Wie heißt es denn hier? Loopy heißt es hier. Ja, wenn wir da einmal draufklicken, dann sieht man dieses klassische Rätsel und ihr müsst jetzt hier quasi einen Weg durchfinden, der einen Loop bildet. Deshalb heißt das Ding Loopy, also einen geschlossenen Ring. Und die Zahlen geben an, wie viele der benachbarten Liniensegmente gefüllt sein sollen. Also hier zum Beispiel bei der 0 dürfte keiner gefüllt sein, deshalb können die hier alle weg. Also hier diese, da es ja durchgehend sein soll und nicht einfach im Nirvana enden darf, müssen diese freien Enden hier auch weg. Und bei dieser 3 zum Beispiel sieht man dann, aha, 1, 2, es muss in jedem Fall einer von diesen beiden hier gesetzt sein und da das durchgehend sein soll, müssen in jedem Fall beide gesetzt werden und hier das gleiche und dann kann man das hier wegmachen und dann ist das der 3. und so weiter und so fort. Das ist das Prinzip von Loopy. Aber das ist mir zu langweilig. Ich möchte kein rechtwinkliges Raster haben, sondern ich möchte gerne einen Dungeon haben, der ein bisschen organischer aussieht, sagen wir mal. Und da gibt es hier die tollsten Rätselarten. Man könnte zum Beispiel sich so ein
Kreuzding hier machen, könnte sich das mal lösen lassen. Das wäre natürlich ein schöner Dungeon. Aber ich mache es ein bisschen klassischer. Ich möchte gerne ein gleichmäßiges, hexagonales Raster haben. Das führt nämlich dazu, dass wenn man das löst, dass dann hier so eine wabenähnliche Struktur kommt. Und das könnte man sich ja jetzt schon als Gangsystem vorstellen. Ich habe mal einen Rätsel hier schon rausgesucht. Das hier war ganz schön. Das kann man relativ einfach lösen. Und ich wollte euch einmal zeigen, wie ihr dieses Rätsel angehen würdet. Das soll jetzt also dieses Gangsystem werden. Und wir fangen an, indem wir hier erstmal diese 0 freischalten. Also alles, was an der 0 ist, weg. Und alle freihängenden Enden auch. Dann sieht man hier schon, diese 3 muss weitergeführt werden. Damit kommen hier 2 weg. Das heißt, diese 4 muss diese noch kriegen, damit wir 1, 2, 3, 4 Segmente da dran haben. Damit gehen diese beiden weg und diese 4 muss weitergeführt werden. Und hier muss was weitergeführt werden. Dann haben wir schon 4 Elemente, deshalb geht es dann hier so weiter. Und damit fällt das hier alles weg und wir haben nur noch 2 Elemente übrig. Können das hier weitermachen. Und hier hinten haben wir eine 5, die können wir so weiterbauen. Und hier unten haben wir eine ganz andere 5, die können wir so machen. Ah ja, hier sehen wir jetzt, entweder muss diese Linie hier weitergehen oder sie muss hier weitergehen. Das heißt, in jedem Fall, auf einem von beiden muss es leer sein. Das heißt, auf diesen hier müssen alle anderen gefüllt sein, weil bei dieser 5 darf ja nur eins von beiden hier leer sein. Also können wir dann hier auch sagen, dass die hier alle leer sein sollen. Was haben wir hier noch? Gleiches Prinzip. Auch hier müssen diese 4 gefüllt sein, weil einer von beiden hier muss leer sein. Dadurch sehen wir, dass hier darf kein freies Ende sein, muss also damit verbunden sein. Damit ist das hier frei. Wir können hier rummachen, damit haben wir da schon die 3 und können hier weitermachen. Damit können wir hier die 4 machen. Und damit haben wir hier schon die 2 erfüllt, können da 2 wegmachen, damit muss die 4 hier weitergehen. Und so weiter und so fort. Das muss eine 2 werden. Damit müssen die beiden gesetzt werden. Damit ist das hier unsere 5. Das ist die 4. Wie geht's weiter? Einer von beiden hier ist leer, das hilft uns aber nicht. Hier haben wir 1, 2, 3, 4 Elemente. Damit sind die beiden hier weg. Damit brauchen wir hier 1, 2, 3 brauchen wir noch. Das heißt, es muss mindestens 1, 2. Einer von denen hier muss noch gesetzt sein. Damit müssen aber beide gesetzt sein, weil die durchgängig sind. Also kommt das hier weg und das hier geht weiter nach oben. Hier die 5 muss irgendwie verbunden sein. Ja, die 4. Entweder geht es hier rum, dann sind der und der leer. Oder es geht hier unten rum, dann sind die beiden hier oben leer. In jedem Fall sind die beiden hier gefüllt, damit ist das leer. Damit können wir hier die 5 weitermachen. Damit sind hier 3 voll. Und hier geht es weiter nach unten. Damit ist das hier gefüllt. Auch hier, das hilft uns noch nichts. Das hier kann weg. Die beiden sind verbunden, dann geht es hier weiter. Das hier darf kein kleiner geschlossener Bereich sein, der muss mit dem Rest verbunden sein. Damit kommen wir dann hier hin. 1, 2, das hilft uns nicht so richtig weiter. Schubidubidu, wenn wir das hier verbinden, das hilft uns nicht. Wenn wir das hier verbinden, wäre der ganze obere Bereich abgesperrt. Das darf also nicht sein. Das heißt, das hier muss weitergehen. So muss das aussehen. Die beiden Vierer hier, die machen mir so ein bisschen Sorgen. Also einer von beiden hier muss gefüllt sein. Das heißt, einen haben wir hier in jedem Fall schon leer und einen haben wir hier in jedem Fall
schon leer. Das heißt, entweder ist der und der leer oder die beiden sind leer. Das heißt, die beiden hier müssen gefüllt sein. Auch hier muss einer von beiden leer sein. Hier unten ist schon einer leer. Das heißt, die anderen beiden müssen gefüllt sein. Damit haben wir hier einen weg, können hier weitermachen. Und damit haben wir das hier gefüllt. 1, 2, 3. Zack, zack, das kann weg. Damit bleibt der hier übrig. Die kommen weg. Hier können wir den weitermachen. Das hier darf nicht geschlossen sein, sonst haben wir einen separaten Ring. Darf nicht sein, also müssen die verbunden sein. Und damit haben wir eine Lösung. Das ist unser Gangsystem. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wo ist Gang und wo ist Erdreich. Ich habe das mal hier in einfach in Affinity Foto reingeschmissen. Also ich habe mir das Originalrätsel genommen, habe das Lösungsding genommen und habe dann einfach einen Flat-Fill darüber gemacht. Und da sieht man, aha, das ist unser Gangsystem. Jetzt könnte man wunderbar sagen, ich komme hier oben in der nordwestlichsten Ecke rein. Ich möchte gern zur südöstlichsten Ecke hier unten kommen. Ups. Wie müsste der kürzmöglichste Weg aussehen? Und die Antwort auf unser Rätsel wäre dann quasi, dass ich mir hier den Pinsel nehme und einen ganz einfachen Pinsel mir hier schnappe. Nein, Pinsel. Einen einfachen Pinsel schnappe. In Rot meinetwegen. Und jetzt sage, der kürzmöglichste Weg wäre natürlich das hier. Und das wäre sogar eindeutig. Man kann hier nirgendwo anders abbiegen. Alles, was von dieser roten Linie abweicht, wäre eine Verlängerung des Weges. Also das wäre der gesuchte kürzeste Weg durch das Höhlensystem, um von der Ecke zu kommen. Das ist jetzt mein neues Rätsel. Das werde ich in das Solo-Abenteuer einbauen. Und damit haben wir wieder einen Teil fertig gebastelt. Ja, was habe ich denn noch gemacht in den Tagen? Ich habe zum Beispiel das hier gemacht. Es ist noch nicht sehr stabil, weil da noch einiges fehlt. Aber ich habe die Burg Bärenfels angefangen aufzubauen. Das ist ja die neue modulare Klemmbausteinburg von Blue Bricks. Designed, also das Grundkonzept designt von Marco, dem Produktmanager, der auch immer vor der Kamera mitsitzt. Und ich finde das Konzept einfach wahnsinnig spannend, denn die ganze Burg ist modular aufgebaut. Das heißt, ihr könnt einzelne Module davon abnehmen und könnt sie neu zusammenstecken. Ihr habt zum Beispiel so einen Eckturm, den ihr beliebig anordnen könnt. Ihr könnt von dem Eckturm aber auch einzelne Komponenten einfach hier abmachen und dann an diese Seite neue Elemente dran machen. Also ihr könnt aus diesem Eckturm einen T-Turm machen oder so. Ja, ihr seid da also sehr frei. Ihr könnt diese Dinger hier an der Seite abziehen und könnt dann hier neue Module dran stecken. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel diese eigentlich gar nicht dort vorgesehene Mauer dran klipsen. Zack, und schon haben wir wieder eine neue, in diesem Fall etwas unsinnige Geometrie. Da müssten wir dann jetzt hier wieder diese Mauer da wegnehmen. Also ihr könnt damit beliebige Burgen zusammenklemmen. Es sind natürlich Klemmbausteine. Ihr könnt natürlich beliebig viele Module selbst dazu bauen. Es werden aber auch noch offizielle von Blue Bricks dazukommen. Es wird ein Torhaus kommen. Es wird ein Set mit einzelnen Mauerelementen kommen. Es wird eine Dorfschmiede kommen und den Bergfried habe ich hier auch schon noch rumliegen, der wird auch bald gebaut. Wofür ist das Ganze für DSA-Fans spannend? Ja, ihr könnt natürlich das Ganze jetzt auch verwenden, um eine Burg, die ihr in einem Abenteuer habt, zu versuchen nachzubauen. Also wenn ihr jetzt auf der Angenburg zu Wengenholm unterwegs seid zum Beispiel, dann könntet ihr natürlich versuchen, ob ihr die mit den vorhandenen Modulen hier grob approximieren könnt. Ob der Stil jetzt zu jeder Burg passt, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn sowas auf dem Spieltisch vor den Spielern steht, dann wird das schon einigermaßen gut helfen, um die Lokalitäten
zu visualisieren. Also ich finde das Konzept ziemlich cool und ja, vielleicht ist das ja für euch auch ganz interessant. Ich habe übrigens nicht zu viel Zeit in das Ding reingesteckt, denn den Großteil hat meine Tochter zusammengebaut. Als 7-Jährige ist sie da Feuer und Flamme gewesen und wollte gar nicht mehr ins Bett gehen heute, wollte das Ding eigentlich noch weiterbauen. Also da habe ich meine Tochter dran gesetzt und auch die hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Vielleicht ist das ja was für euch. Die Links packe ich euch hier unten in die Shownotes. Und die letzte Bastelei für heute ist eine Fortsetzung von etwas, was ich euch schon mal in der Schelmshow gezeigt habe. Ich glaube, in der Folge 54 oder 56 hatten wir eine Idee verfolgt, eine Wirtschaftssimulation für das schwarze Auge zu entwickeln. Ihr erinnert euch, es gab damals auf dem Commodore 64 und anderen Rechnern jener Ära der 80er Jahre und 90er Jahre jede Menge Wirtschaftssimulationen, die für deutsche Softwareverhältnisse dann auch recht erfolgreich waren. Es gab natürlich so Klassiker wie Hanse, Fugger, Patrizia, ja, und all diese Vermeer und was auch sonst mir jetzt gerade nicht einfällt. Man kann natürlich auch noch Oil Imperium und sonst was damit zurechnen. Aber all diese Spiele hatten gemeinsam, dass sie eigentlich meist nicht mit besonders aufwendigen Animationen oder sonst was hervorstachen, sondern mit der Simulation einer mittelalterlichen oder anderen Wirtschaft. Und auf Ausgangslage war halt, wir bauen dort irgendwelche Sachen, wir kaufen oder verkaufen irgendwelche Dinge, um dadurch reich zu werden. Oder wir produzieren Dinge, um damit reich zu werden. Und das Konzept fand ich ziemlich cool, um daraus mal ein Spiel in den Fußstapfen Störrebrands zu machen. Denn der reichste Mann Aventuriens ist ja auch nur selbst durch sein eigenes Kontor so reich geworden, weil er gut gewirtschaftet hat. Und das wäre doch eine große Herausforderung, es ihm nachzumachen und so reich wie Störrebrand oder wie die Zaforikas oder sonst wer zu werden. Und unter dieser Prämisse hatte ich ja mal angefangen, ein kleines 64er-Spiel zu machen, also auf dem Commodore 64 programmiert. Und nachdem ich letztes Mal diese Wettersimulation hier auf dem 64er umgesetzt habe, hatte ich irgendwie Bock, noch mal ein bisschen weiter zu programmieren an dem Ding. Und deshalb gehen wir jetzt noch mal rüber auf mein Convertible, auf meinen Laptop, wo ich das Ganze gemacht habe. So, das klappt natürlich super. Moment, ich bin sofort wieder für euch da. So, das klappt nicht. Warum klappt das nicht? Das ist doch doof. Ach ja. Ich kann euch versichern, vorhin hat es geklappt. So, jetzt? Auch nicht. So, jetzt vielleicht. Jetzt klappt es. Okay. Also, wir befinden uns gerade in einer Entwicklungsumgebung namens C64 Studio. Das ist eine Software, mit der ihr auf dem PC Programme für den Commodore 64 entwerfen könnt. Und ihr seht hier, ich habe ein Projekt, das heißt Störrebrand. Und das besteht aus verschiedenen Teilen. Zum Beispiel einem Basic-Teil, da ist die eigentliche Hauptprogrammlogik drin. Einem Titelbildschirm, der als Grafikscreen hier editiert wurde und dann in Assembler umgewandelt wurde. Ich habe eine eigene Schrift für dieses Spiel gemacht. So ein echtes mittelalterliches Spiel braucht eine Schrift, die auch als Assembler-Daten hier geladen werden, damit das ein bisschen schneller geht, als wenn ich das in Basic mache. Und ja, eine Karte wollte ich jetzt ja auch machen, die habe ich erstmal noch nicht gemacht. Und ich habe auch angefangen, erste Sprites zu machen. Das habe ich auch vor vielen, vielen Jahren das letzte Mal gemacht. Und das fand ich auch sehr schön. Gucken wir uns erstmal nochmal den Titelbildschirm an. Der sieht so aus. Den habe ich aus einer Ina Kramer-Grafik konvertiert als vierfarbige Hi-Res-Grafik hier in diesem Fall. Und das schwarze Auge-Logo natürlich auch da reingepackt. Das Ganze dann in Assembler umgewandelt. Wie macht man sowas? Ich habe mich hier einfach an einem fertigen Beispiel orientiert, mit dem
man eine Koala-Grafikdatei darstellen konnte. Deshalb heißt das hier auch Show Koala in dieser Datei. Ja, das Ganze ist eigentlich nur 1:1 kopiert. Das müsst ihr nicht alles verstehen. Da wird einfach nur gesagt, hier liegen die Grafikdaten, hier liegen die Farbinformationen, die dahinter liegen. Und ja, bitte setze das Ganze. Also aktiviere den Bitnet-Modus, schalte auf Multicolor. Setze den Anfang des Bitmap-Speichers und dann fange an, das Koala-Bild zu laden, indem ich hier die Farben auslese und da reinschreibe und dann anfange, hier die Hintergrundfarbe in den Grafikspeicher zu setzen. Ja, hier das Softscrolling, das brauche ich eigentlich gar nicht. Das habe ich hier mal angefangen einzubauen. Das können wir direkt wieder vergessen. Also das war es eigentlich schon. Okay, wir gucken uns das Ganze mal hier in der Basic-Datei an. Das ist nämlich die, die eigentlich ausgeführt wird. Und die besteht aus einem Kopfteil, wo erstmal Dinge geladen werden. Jetzt muss man dazu wissen, wenn auf einem Commodore 64 ein Programm geladen wird, was andere Programmteile nachlädt, dann gibt es da diese Eigenheit, dass sobald man in Basic den Load-Befehl aufruft, dass dann die Datei geladen wird in den Speicher an die Stelle, wo sie hingehört. Also 8,1 heißt, sie kommt genau dahin, wo wir es spezifiziert haben. Also unsere Assembler-Datei wird irgendwo hinter dem Basic-Code liegen. Und nach dem Load startet dann das aktuelle Programm neu. Das ist also so, als ob ich nochmal Run aufrufe. Und damit ich dann nicht nochmal die Datei lade und in einer Endlosschleife lande, muss man hier eine Variable setzen, zum Beispiel a gleich 1. Das macht man, weil die Variablen im Speicher bleiben. Also auch beim Neuladen eines Programms hat man trotzdem weiter den Variablenspeicher. Man hätte also quasi nur eine Basic-Datei oder sonst was neu, aber der Variablenspeicher bleibt davon hoffentlich unbeeindruckt, es sei denn, die Datei lädt sich über den Variablenspeicher drüber. So, ja, dann, wenn ich es noch nicht gemacht habe, lade ich dann auch eine Schriftdatei, Schrift.prg, die dann auch gleichzeitig aktiviert wird. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann gehe ich zu Zeile 60, da wird dann, da wird dann der eigentliche Startbildschirm, glaube ich, angezeigt. Gucken wir mal kurz, was ist Zeile 900? Ja, da werden Dinge initialisiert. Genau, was macht mein Programm noch? Mein Programm hat also einen Titelbildschirm. Der wird jetzt einfach schon angezeigt. Das haben wir jetzt schon hinter uns gelassen. Der wird hier durch diese SYS18208 wird der angezeigt und dann warte ich darauf, dass jemand eine Taste drückt. Das ist im Prinzip hier der ganze Wartebildschirm. So, dann lade ich die Schriftart und dann starte ich das Programm, indem ich noch so ein paar Variablen setze und dann zeige ich eine Aventurienkarte an. Die Aventurienkarte habe ich hier mit Grafikelementen zusammengesetzt. Ich setze den Hintergrund auf irgendeine Farbe und dann fange ich an, Aventurien zu malen. Und auf die Aventurienkarte, da gibt es noch ein paar Orte, die man bereisen kann. In so einer echten Wirtschaftssimulation gibt es dann verschiedene Kontore oder sowas, wo man seine Waren einkaufen oder verkaufen kann. Und diese Kontore habe ich hier in einer Variable namens Koordinaten, also K.O., habe ich mir deren Position gemerkt. Koordinaten hat ein Prozentzeichen dahinter, weil das ist eine Ganzzahl. Eine Ganzzahl wird in 64er Basic immer mit Prozent gekennzeichnet. Wo kommt dieser Wert her? Den habe ich hier unten vorhin in der Initialisierungsphase schon gefüllt. Wir sehen hier diese Zeile. Es gibt insgesamt 8 Koordinaten, die ich mir alle über den Read-Befehl einlese und in dem Eaten-Element des Arrays KO-Prozent speichere. Dann kann ich später darauf zugreifen, indem ich zum Beispiel sage KO-Prozent in Klammern 3 wäre also die dritte Stadt der Liste. Die dritte Stadt der Liste wäre hier in diesem Fall Riva.
Also Festum, Havena, Riva, Gareth, Al-Anfa, Kunichum, Torval und Winsalt sind die Städte, die ich mir einfach mal rausgesucht habe, vollkommen willkürlich. Dann habe ich hier Entfernungen eingegeben. Das sind Dinge, die ich aus dem Meisterschirmheft rauskopiert habe. Seht ihr mich überhaupt? Ihr seht mich gar nicht. Egal. Aus diesem Meisterschirmheft hier. Da gibt es eine Entfernungstabelle drin und die habe ich mal, verwendet. Ah, da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich hin. So, also hier haben wir verschiedene Listen. Wir haben die Monate, habe ich hier eingegeben. Oh, bei Piranha fehlt ein E. Das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Ingrimraja, wunderbar. Dann haben wir hier die Städte. Wir haben die Entfernungen zwischen den einzelnen Städten. Das muss man so lesen, dass von der nullten Stadt zur nullten Stadt, also von Festum nach Festum, ist die Entfernung 0. Von Festum nach Havena ist die 52 Tagesreisen. Von Festum nach Riva 39 Tage. Von Festum nach Gareth 29 Tage. Von Festum nach Al-Anfa 83 Tage. Das sind jetzt alles erstmal nur Landwege. Man könnte natürlich auch noch die Entfernung über die Seewege damit reinpacken. Das hier sind die Koordinaten, von denen ich sprach. Die sind in relativ zum linken oberen Koordinatenursprung des Bildschirms gesetzt. Also 333 hier sind die Koordinaten von Festum. Das heißt, ich gehe eine Zeile auf dem 64er ist 40 Zeichen lang. Also ist das durch 40 heißt, das sind 8 Zeilen nach unten und 13 Zeilen nach rechts. Dann bin ich bei Festum angekommen. Und so weiter ist das hier für die anderen Städte auch gemacht. Und hier habe ich schon mal ein paar Waren definiert, die man dann irgendwann einkaufen und verkaufen kann. Da ist aber noch nicht viel mehr dahinter. So, was passiert jetzt mit den Dingern? Man kann jetzt schon ein erstes Fuhrwerk losschicken. Und ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal direkt auf dem 64er an. Eine schwierige Sache, die ich jetzt endlich zum Laufen gekriegt habe, vielleicht habt ihr auch Probleme damit, dann ist es ja ganz gut, wenn ich euch das mal zeige. Also, dieses Programm, was ich hier habe, hat als Hauptprogramm Störrebrand Bass, also ein Basic-Programm. Wenn ich hier einen Rechtsklick drauf mache, Properties, dann sieht man hier, die hat ein paar Grundeinstellungen und hier Compile Target. Welche Dateien müssen dazu kompiliert werden? Und da habe ich jetzt mal die Titel ASM und die Schrift ASM Datei ausgewählt. Die soll also mit eingebunden werden in meine gebaute Datei. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben auf Kompilieren klicke, dann sieht man hier unten, dass er einen Kompilierbefehl aufruft. Er lässt das von Weiß, also dem Emulator Weiß, lässt er das zusammenfassen zu einer Diskettendatei. Er hat jetzt also alle noch nicht fertig kompilierten Dateien genommen und hat die zusammengefasst zu einer D64-Datei, also eine Diskette vom Commodore 64, die heißt Störrebrand D64 und beinhaltet Störrebrand D64, Stör-PRG, Titel-PRG und Schrift-PRG. Also alle diese Programme werden hier zu einer Diskette vereint. Und dann könnte man die im Prinzip aufrufen. Aufrufen heißt, ich klicke hier auf Build and Run und dann sollte er die eigentlich automatisch starten. Das klappte aber nicht. Er hat immer versucht, die Basic-Datei separat zu starten. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Diskette laden. Das heißt, wenn ihr das auch bei euch haben wollt, geht ihr bei dem Projekt auf Preferences, auf Tools und legt euch hier eine Available Tool an. Ich habe mir mal Weiß 1 eine Konfiguration angelegt. Und hier sind die ganzen Einstellungen dafür. Wir arbeiten im Verzeichnis Störrebrand und wir haben als Programmdatei oder als Disketten- oder Tape-Image haben wir die Datei Störrebrand
D64. Das habe ich hier hardcodiert reingeschrieben. Nur dadurch weiß er beim Klicken auf diese Build-and-Run-Taste, dass ich bitte das Programm auf dieser Diskette aufrufen möchte. Und dann lädt er auch tatsächlich das erste Programm, es sei denn, ihr gebt hier ein anderes Programm vor. So, jetzt gucken wir uns das einmal noch kurz an. Ja, im Moment, die Überraschung soll noch ein bisschen da sein. Wir gucken noch mal kurz, was wir dann noch haben. Hier ist zum Beispiel die Schriftdatei. Die habe ich hier tatsächlich direkt in C64 Studio selbst gezeichnet, also einfach hier ein paar Buchstaben hingeprintet. Das muss nicht gut aussehen, das soll ja Schreibschrift sein. Insofern einfach irgendwas, wie ich es für richtig gehalten habe, reingeschrieben. Und das Ganze nicht nur für Buchstaben, sondern auch für Zahlen. Und wenn man möchte, kann man das Ganze natürlich auch noch hier mit invertierten Zahlen und invertierten Buchstaben machen. Das hat halt den Vorteil, dass man, ja, wie ich euch gleich zeige, auch Selektionen damit machen kann. Also ausgewählte Texte irgendwie farblich hervorheben kann. Diese Schriftdatei kann man sich hier unter Project to Basic, könnte man sich die als Basic-Text exportieren lassen. Also Data-Sachen, die man sich mit Read dann einlesen und irgendwo in den Zeichenspeicher reinlesen kann. Ich habe das aber mit ToData in Maschinencode umgewandelt. Und diesen Maschinencode habe ich hier in eine Schriftdatei reinkopiert. Schrift ASM, also eine Assembler-Datei. Die Schrift soll an die Position 3800 in den Speicher geschrieben werden, hexadezimal. Ja, und dann kann ich die halt über das, was ich euch vorhin hier gezeigt habe, nämlich hier oben über diese Zeile kann man dann die Schrift, also kann man dann den Speicher der Schriftart so umbiegen, dass er den verwendet. Also diese Zeile biegt das Ganze dann auf die 3800 hexadezimal um. Fragt mich nicht mehr, was die einzelnen Sachen heißen. Ich habe das auch nur alles aus dem Internet mir zusammenkopiert. Gut, und darunter liegen jetzt auch noch ein paar andere Daten, nämlich hier Sprite-Daten. Was für Sprites habe ich denn für mein Projekt? Da habe ich ein bisschen mal selbst versucht, künstlerisch aktiv zu werden. Ich habe hier nämlich ein Pferdefuhrwerk gezeichnet, in zwei Animationsstufen sogar. Also ihr seht, die Beine bewegen sich sogar ein bisschen. Und das Ganze auch noch gespiegelt. Man kann auf dem 64er nämlich leider nicht hardwaremäßig irgendwelche Sprites spiegeln. Man muss dafür entweder das Ganze selbst umrechnen oder man legt einfach zwei Sprites mit gespiegelten Daten an. Das kann man am einfachsten machen, dass es hier eine Spiegeln-Taste gibt. Also man kann ein Sprite nehmen, irgendwo anders hin kopieren und dann spiegeln. Das ist viel einfacher als das zweimal von Hand zu zeichnen. Und ein Schiff habe ich auch gemacht, hier so eine Karavelle mit flatternden Segeln und Wellen, die um den Rumpf spülen und das Ganze auch in einer Vorwärts- und einer Rückwärts-Variante. Und ja, diese Daten sind jetzt auch in meinen Assembler drin. In der Schriftdatei passt natürlich auch nicht so ganz. Ich habe die jetzt hier an die Speicherstelle 3200 hexadezimal kopiert. Was kann ich damit machen? Ich kann dann zum Beispiel hier auf meinem Grafikbildschirm hier, wo die Aventurienkarte gezeigt wird, kann ich ihm sagen, hier, schalte bitte das erste Sprite, also das 2040 ist das erste Sprite, verwende für dieses Sprite bitte die Adresse, also die Speicherbank 200. Diese 200 müsst ihr mal 64 rechnen und dann kommt ihr auf die Adresse, wo der Computer nachgucken wird. Und 200 mal 64 ist genau diese Speicherzelle 3200 hexadezimal, die ich hier stehen habe. Deshalb hat er hier dann jetzt nach links fahrende Kutsche als Standardwert hier eingestellt. Mit diesem Befehl schaltet man das erste Sprite sichtbar. Also wenn ich hier eine 1 reinschreibe, wird das erste Sprite sichtbar gemacht. Wenn ich eine 2 reinschreibe, das zweite. Wenn ich eine 4 reinschreibe, das dritte. Wenn ich eine 8 reinschreibe, das vierte. Eine 16, das fünfte.
eine 32 das sechste, eine 64 das siebte und eine 128 das achte Sprite. Also insgesamt 8 Sprites kann man damit einstellen. Natürlich könnt ihr auch Kombinationen machen. Also wenn ihr das achte und das zweite einschalten wollt, dann hättet ihr 130 als Wert hier drin stehen. Diese 50 ist dafür da, um dem ersten Sprite zu sagen, an welcher Y-Position er sich befinden soll. Ist eigentlich gar nicht nötig, weil schreiben wir gleich sowieso noch. Ja, dann habe ich hier nämlich eine kleine Berechnung gemacht. Erstens mache ich hier eine Vorschleife über eine Anzahl von Tagen, und zwar die Reisedauer von Festum aus, das ist hier momentan noch hartcodiert, bis zu einer Stadt, die ausgewählt wurde. Und dann schreibe ich hier den aktuellen Tag und Monat dahin, also 13. Hal 1027 oder sonst was. Das schreibe ich hier momentan noch ein bisschen hart kodiert rein, aber ja, ich zeige euch das gleich mal, wie das dann aussieht. Und dann berechne ich mir, wenn ich jetzt losfahre, von Koordinate y1, x1, y1, das ist die Startkoordinate meiner Stadt, meiner Startstadt, bis zur x2, y2 Koordinate, also die Zielstadt, wo ich gerne hinfahren möchte, berechne ich mir die Koordinaten und mache dann eine Interpolation über die Reisedauer. Also wenn ich 53 Tage unterwegs bin und bin gerade bei Tag 26,5, dann habe ich die Hälfte der Strecke zurückgelegt, dann würde ich also die Hälfte zwischen den Punkten x1, y1 und x2, y2 haben. Das wird hier berechnet und wird dann hier an die x- und y-Koordinate des ersten Sprites geschrieben, und dann wird hier noch so eine Zahl dazu addiert, damit man nicht hinter dem Rand des Bildschirms verschwindet und einigermaßen mittig auf der jeweiligen Stadt das Ganze beginnt. Und ja, das Ganze mache ich für jeden Tag einmal und dann ist mein Fuhrwerk an der Stadt angekommen. Das ist alles jetzt ziemlich trocken, sich das hier anzugucken, aber wenn wir uns das mal im echten Beispiel angucken, dann sieht das schon ein bisschen schöner aus. Wir können das auch mal Vollbild machen. Also, das ist unser Titelbild. Musik habe ich leider noch nicht dahinter. Er hat jetzt die Routine aufgerufen, um das anzuzeigen, und jetzt ist er gerade in meiner Warteschleife, die ich euch vorhin gezeigt habe. In Basic sind wir jetzt schon wieder. Wenn ich jetzt also eine Taste drücke, dann wird das alles wieder gelöscht. Und wir kommen jetzt in den Teil, den wir damals in der Schelmschau 54 gemacht haben. Wir können jetzt hier den Namen eines Mitspielers eintragen. Also ein Spieler, der Name soll Kai sein. Und ich bin männlich und vom Beruf Krieger zum Beispiel. So. Und jetzt könnte ich mir jetzt mein Startkontor aussuchen oder so. Aber das hier ist jetzt tatsächlich schon die Auswahl meines Ziels. Gebiets, also ich will jetzt ja mein Fuhrwerk mal fahren lassen. Also könnte ich zum Beispiel sagen, von Festum nach Al-Anfa soll jetzt bitte mein Fuhrwerk fahren. Ich habe mir jetzt also Al-Anfa ausgewählt, drücke Enter. Man könnte das Ganze natürlich auch per Joystick machen oder so. Ich habe es jetzt aber erstmal nur per Tastatur. Ich drücke Enter und dann fährt mein Fuhrwerk hoffentlich los. So, da seht ihr das Fuhrwerk und oben seht ihr 30. Prios. 31. Prios habe ich dann noch gesehen. Oh, da habe ich wohl einen Rechenfehler drin. Aber okay, er zählt die Tage. Und nach 53 Tagen sind wir jetzt also in Al-Anfa angekommen. Der erste Rondra hier ist noch falsch. Das ist ein Standardtext, den wir bei der letzten Schelmschau da reingeschrieben haben. Also, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt eine Karte, auf der man Orte auswählen kann. Und dann schickt man ein Fuhrwerk dahin. Wir können das gerne nochmal machen, weil es so schön war. Wir können jetzt hier nochmal sagen, fahre bitte nach Winsalt. Ja, ist nicht besonders schnell, diese Auswahl. Das könnte man auch noch ein bisschen optimieren. Eigentlich wäre es natürlich mit Maschinensprache am besten. Nach Winsalt fahren. Zack, da ist mein Pferd und fährt darunter. Zack, und schon sind wir da. Und jetzt machen wir noch eine schöne Sache. Wir nehmen nochmal hier, lass uns nochmal die Zeilen hier anzeigen. So, hier habe ich 200 eingetragen. Wir addieren mal 4 dazu. Dann sind wir bei 206 und 204.
Wenn wir diese Änderung gemacht haben, dann sollte jetzt statt meines reitenden Pferdes, sollte mein fahrendes Schiff dahin kommen. Wir gucken, ob das funktioniert. Also wir wollen natürlich von Festum nach Gareth. Klar, Gareth ist ja bekannt dafür, für seine gute Wasseranbindung. Da fahren wir einfach mal mit dem Schiff rüber. So, und da fährt mein Schiff jetzt mitten durch Aventurien durch und wir sind in Gareth angekommen. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es spektakulär wird heute, aber ich habe Spaß gehabt, mal wieder auf dem 64er zu programmieren. Das hat irgendwie seinen eigenen Charme, sich mal so auf ganz unterster Hardware-Ebene mit Dingen rumzuschlagen und ja, vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein Spiel raus, wahrscheinlich aber nicht. In jedem Fall war das eine weitere Bastelei, die ich jetzt über die Feiertage gemacht habe und ich finde, damit habe ich euch jetzt auch genug Quatsch gezeigt und wir könnten mal langsam Richtung Fazit gehen. Wenn man ein langes Wochenende hat, weil Feiertage sind, dann könnte man ja auf die Idee kommen, Dinge zu tun. Und der Schelm ist auf die Idee gekommen, Dinge zu tun. Ich habe euch gezeigt, wie man die Ulysses-Miniaturen mit seinem eigenen 3D-Drucker herunterladen kann, wie man die skalieren muss und welche Einstellungen bei Filamentdruckern bei mir ganz gut funktioniert haben. Eigentlich wollte ich auch noch zeigen, wie man die Dinge grundiert und bemalt, aber machen wir uns nichts vor, da bin ich eh nicht zugekommen. Ich habe euch gezeigt, wie man solche Lebenspunktmarker auf dem 3D-Drucker erstellen kann, damit man mit den tollen kursiverschen oder auch selbstgemachten Bierdeckeln die Lebenspunkte am Spieltisch nachhalten kann. Also im Normalfall solltet ihr natürlich nur einen haben oder wenn ihr einen magiebegabten Charakter habt, dann vielleicht sogar mit zweien. So ist ja auch möglich. Zack, zack. Diese Bierdecke selbst bedrucken ist übrigens auch kein großes Problem. Für 20 Euro kriegt man 50 Stück davon bedruckt. Also erstellt euch einfach selbst eine Datei mit eurem eigenen Logo und lasst die drucken. Das ist ein recht günstiges und schnelles Vergnügen, habe ich auch machen lassen. Und wenn ihr irgendwann mal auf einer Con mir entgegenkommt, dann werdet ihr mit Bierdeckeln totgeworfen. So, ich habe euch aber auch gezeigt, dass es wunderbare Selbstbau, also dass man selbst Klemmbausteinsets, die fertig gepackt sind, zusammenbauen kann. Also diese wunderbare Burg Bärenfels, die ihr jetzt bei Blue Bricks in formschöner, aber leider viel zu voller Verpackung erwerben könnt. Übrigens, das wäre noch der, ja, der Bergfried, den man dazu bauen kann, auch höchst modular. Also das ist auch ein sehr schönes Hobby, auch mit Kindern macht das Spaß. Und zu guter Letzt habe ich euch gezeigt, wie man auf dem Commodore 64 ein wenig programmieren kann, um dort sowas Ähnliches wie eine Wirtschaftssimulation anno 1984 oder sowas zu schreiben. Also als das Schwarze Auge rauskam, wie hätte damals eine Wirtschaftssimulation aussehen können? Das habt ihr heute hier nochmal gesehen und ich glaube damit habe ich auch jetzt genug eurer Zeit in Anspruch genommen. Ich wünsche euch, dass ihr auch viele verrückte Ideen habt und die auch ausleben könnt und dass wir uns vielleicht auch nächste Woche wiedersehen. In jedem Fall in gesundem Zustand und mit viel Freude auch am Spieltisch. Freue ich mich darauf, euch wieder hier begrüßen zu dürfen zur Schelmschau 119. Ich bin euer Schelm und verabschiede mich bis nächste Woche. Tschüss.